Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, Leute. Ihr seht schon im Titel, mein erstes Auto. Ich habe mein erstes Auto selbst gekauft, Leute. Ohne Hilfe von anderen. Kurz vor dem Video wollte ich euch noch sagen, Leute, ich bedanke mich bei euch für den Support. 150 Abonnenten-Special kam sehr gut an, Leute. Sehr, sehr gut an. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Und ja, Leute, was soll ich noch sagen? Also macht weiter so. Ich danke euch ehrlich. Ich bin jetzt gerade bei 160 Abonnenten und wenn wir bis Ende April die 200 Abonnenten schaffen, dann bin ich echt stolz auf meine Leistung und stolz auf euch und bin euch ehrlich dankbar. So Leute, am 11. April habe ich Geburtstag und da kommt auch noch ein Video online. Also nicht vergessen, Leute, 11. April. Und das Video heute, ich weiß nicht, wann das kommt, auf jeden Fall hole ich gleich Rede ab. Ne? Und dann, alles klar? Ja, bestens. Leute, ich habe so komisch darauf reagiert, ne? Obwohl das normal ist. Ich zeig danach das Auto, wenn ich Räder abgeholt habe und danach, Leute, gehen wir das Auto putzen, ne? Ich gehe das Auto putzen, schön sauber machen das Baby. So Leute, nicht vergessen, abonnieren, mutig bin, das ist das Wichtige. Leute, ihr unterstützt mich richtig, ich bin echt dankbar. Leute, das Auto ist auch noch krass, meiner Meinung nach. Und seid auf jeden Fall gespannt, was das für ein Auto ist. Ich bin so stolz auf mich, wie gesagt. So Leute, ich würde mal sagen, einfach seid gespannt. Guckt das Video bis zum Ende an und ihr wisst, was zu tun ist, Leute. So Leute, da kommt er auch schon. I'm in the ghetto. Was geht, Bro? So Leute, erstmal hinter der Kamera steht Reda. Danke. So, er hat sich bereit erklärt, heute für mich da zu sein, das Video hier aufzunehmen. So, Leute, was kann ich über mein neues Auto sagen? Was kann ich darüber sagen? Ich sag mal so, es ist rot. Es hat eine Rückfahrtkamera, Leute, ganz besonderes Feature. Es hat eingebautes GPS eingebaut, Navi-System eingebaut, man kann CD reinstecken, Radio, alles drum und dran, richtig lecker. Und Leute, Schiebedach, ganz wichtig, Leute, im Sommer hier, heiße Temperaturen. Leute, was kann ich dazu sagen? Ich kann es kaum abwarten, euch das Auto zu zeigen. Ich würde mal sagen, einfach seht selbst. Komm mit! So. Wie sieht es von innen aus? Also ganz kurz, ich habe ja selber Opel Corsa, aber Bruder, was ist das hier? Takara, Junge, von wo hast du diese geklaut, ja? Ja! Hast du von irgendwo abgezogen? Ey! Hey. Noch einmal, ne? Hier. Ganz wichtig, Leute, die Scheiben sind. Der dunkelt. Hier. Getönt, genau. Ganz wichtig auch noch. Verdammte Alufelgen, Leute. Alufelgen. Oh, hier ist noch Dreck. Alter. Ja. Auf jeden Fall gehen wir gleich noch den Wagen putzen. Ganz wichtige Hase. Das Auto muss immer blitzeblank sauber sein. Leute. Habt ihr verstanden? Was kann ich noch sagen? Das Auto hat 80 PS, Leute, für einen Opel Corsa angemessen. Ey, das allererste Auto hast du ja selber finanziert, meinst ja, du? Ja, genau. Da kann man echt nicht meckern, ehrlich. Das ist echt korrekt. Ich bin auch echt stolz auf mich, Leute. Genau, Leute, wie schon gerade erwähnt, wir gehen jetzt das Auto putzen. Ihr werdet mich begleiten. Bis gleich.
war mein Auto. Jetzt fahren wir erstmal zu der Pizzeria Oase, Leute. Ich würde mal sagen, einfach genießt die Szenen gleich. Bis gleich. Komm, steig ein. Komm, jalla. So, film mal das jetzt auch mal, damit die Leute das sehen. Oh, sieht man das überhaupt? Rückwärts? Nee, jetzt. Rückfahrtkamera, Leute. Ganz wichtige Hase. Leute, dieser Wagen zieht mega. Also man merkt, der zieht echt, der zieht 80 PS hat. So, Reda, sag mal, ihr habt eine Pizzeria, die heißt Oase. Sag mal, was machst du so dort? Wie läuft das dort? Ich mach da eigentlich alles, Bro. Alles? Ja, ja, ich mach da alles. Bestandsaufnahme, gucken, ob wir richtige Zutaten haben, ob die frisch sind. Aber jetzt gerade, du weißt doch, Corona-Krise. Ja, das wäre auch meine nächste Frage. Wie ist eigentlich so mit Corona und so, wie harmoniert das mit eurer Pizzeria? Also eigentlich eher schlechter, ja. Also, na klar, wir können liefern und abholen, ist kein Problem. Mhm. Machen wir auch gerne, weil unser Standort ist eigentlich erst eher darauf aufgelegt, dass wir liefern. Aber, keine Ahnung, man merkt trotzdem, dass die Leute Angst haben, ja, die bestellen es oft. Die bestellen einfach viel weniger. Obwohl wir jetzt, quasi, das muss man eigentlich nicht machen, aber wir liefern nur noch mit Handschuhen und Gesichtsmaske und so weiter, damit sich die Leute wohlfühlen. Ja, ja, klar. Wir liefern ja auch für Firmen. Bei denen ist das ja auch sehr wichtig, dass man die Hygiene... Macht nicht jeder, ne? Nicht jeder Lieferant. Nein, machen weniger. Aber mein Bruder meinte, weil das ist ja ein Familiengeschäft, das ist das allererste Geschäft, was meine Familie sozusagen aufgebaut hat. Wir konnten ja auch nicht diese Corona-Hilfe beantragen. Nein. Richtig traurig, Leute, hört mal zu. Man durfte ja Corona-Hilfe beantragen bei der Stadt. Ich hab gehört, in NRW ist das schon ziemlich groß, also die haben schon ziemlich viel Geld bekommen. Boah. Und jedes Geschäft kann so quasi Hilfe beantragen auf so einer Internetseite. Mhm. Aber was richtig traurig ist, ich rufe meinen Vater an, ich rufe meinen Bruder an, ich so, ey, lass das machen. Und die sagen mir, ja, wir können das leider nicht machen. Ich frage mich so, hä, warum? Jeder macht das. Ja, ich habe ja auch Kollegen, die das machen. Mein Vater sagt mir, hört mir zu, Leute. Das Geschäft, dieses Geschäft, was ihr habt, muss mindestens am 31.12.2019 geöffnet sein, also beantragt sein. Und wisst ihr, wann wir unseren Laden aufgemacht haben? Am 1.1.2020, Bro. Mein Herz. Ein einziger Tag. Er hat einfach gerufen, ey, Bro, komm, lass mal Video drehen. Ich so, tamam, Bro, ich hab kein Ding. Genau solche Freunde braucht man, Leute, die einfach, wenn du jemanden rausrufst, einfach rauskommen. Egal, ob du einen schlechten Tag hattest oder nicht. Er lag im Bett. Leute, er lag im Bett. Ich war einfach im Bett, er ruft mich. Er so, ey, bist du arbeiten? Ich so, nein. Also ja, komm, ich hol dich gleich ab. Ich habe mich direkt umgezogen, er war direkt vor der Tür. Habt ihr ja gerade gesehen. Vielleicht machen wir mal so ein Video über Oase, ne? Können wir auch machen. Ich schwöre, so ein Video über Oase wäre richtig killer, finde ich. Also kommt drauf an, ob die Leute Bock drauf hätten. Ja, Leute, wenn ihr Bock darauf habt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, Jungs. So ein Tutorial kann man draus machen. Auf jeden Fall, man kann alles eigentlich draus machen. Ja, Vlog-Tutorial. Ja, stimmt. Ich würde mich auch herbe Freunde drauf. Ja, hier sind wir jetzt in einer ganz besonderen Gegend, ne? Ja, diese Nordstadt hier. Nordstadt ist die Gang. Viele Leute, die aus Dortmund kommen und die auch sich in Dortmund auskennen. Leute, Nordstadt ist kein Spaß, ne? Alle Fenster hier schließen. Nordstadt oder? Ist die Hut. So, Leute, wir sind jetzt bei Pizzeria Oase. Da hinten, na, man sieht's nicht. Egal, fahr einfach Park rein. Hier? Man sieht auch meinen Vater da drin. Ja, ja, fahr da links rein. Und dann Park neben den Opel. Das ist unser Pizza-Liefer-Auto. Boah, ich mag das Auto gar nicht. Ich mag meinen Bumblebee mehr. So, Leute, wir sind jetzt bei Oase. Und Reda macht jetzt gerade eine Pizza. Tabasco, Bro, darf nie fehlen. Darf nie fehlen. Leute, guckt euch das mal an, ey. Genau die hat er gebacken. Das war die beste Pizza, die ich je gegessen habe. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich ihn kenne. Das war ehrlich die beste Pizza. Ich habe ihn auch gefragt nach der ehrlichen Meinung. Weil bringt nichts, wenn er jetzt so sagt, doch, schmeckt gut, aber schmeckt im Endeffekt nicht. So, Leute, in Dortmund, Hannover, sag du es am besten. Hannöverische Straße 7, zeig nochmal hier. Das ist direkt neben Drive and Style. Ja. Von JP. Sieht man, kann man eigentlich nicht übersehen. Ja, Leute. Ich würde da mal sagen, einfach, weitere Details sind in der Biografie oder in der Beschreibung. Beschreibung, genau. So, Leute, wir wollten eigentlich... Wir wollten eigentlich nach Hause gehen, nachdem ich Pizza gegessen habe, aber wir haben uns was anderes überlegt. Reda nimmt sein eigenes Auto, holt einen Kollegen ab. Ich habe jetzt Mirit, Henry, abgeholt. Und noch ein Kollege kommt, Ernest mit Bettis. Leute,
Heute wird ein geiler Tag. Und ich werd auch alles in dieses Video einbauen, Leute. Ich kann es kaum. Hör doch auf zu lachen. Ich kann es kaum abwarten, dass ihr dieses Video seht. Hör doch auf zu lachen. Okay. Gleich kommen noch zwei weitere, ey. So Leute, freut euch drauf, heute wird ein lustiges Video. Video, lustig, lustig. Warte, wie hat Dingens getanzt, Pop Smoke? Billy Jean, Billy Jean. Christian Dior, Dior. So, jetzt kamen wieder Räder mit Claudio. Auch ein Kollege. Was geht ab, Bro? Gang! Jetzt chillen wir zu sechst hier. Natürlich hat jeder hier. Wir chillen im Auto, ne? 2-2-2. So Leute, ich würde dann auch mal sagen, ich mache das Outro gleich, wenn ich zu Hause bin. So Leute, wenn ihr das Video bis zum Ende jetzt hier geguckt habt, ich bin stolz auf euch. Ich bin stolz auf euch und Dankeschön. Ich mache das Outro gleich zu Hause. Ich genieße auch den Tag. Bis später. So Leute, jetzt gerade befinden wir uns in der Abmoderation. Ich will mal eure Meinung von dem Auto hören. Schreibt es unten in die Kommentare. Also mir persönlich gefällt das Auto mega. Es ist ein Anfängerauto, ja. Und ja, also was soll ich da dazu sagen? Also mir gefällt das Auto, hat sehr viel PS, es ist klein, lässt sich sehr gut fahren, ich hätte nicht damit gerechnet und auf jeden Fall, was ich noch sagen will ist, abonnieren motivieren, Leute, nicht vergessen mich zu abonnieren, ich bin gerade bei 162 Abonnenten, genau 162 Abonnenten, teilt das Video, pusht mich, folgt mir auf Instagram, Leute, ganz wichtiger Hase, damit ihr das sofort seht, weil wer mich auf Instagram abonniert, bekommt als erster Benachrichtigungen, wann und welches Video kommt. Deswegen schaut mal mit Doppel-O auf Instagram und abonniert mich hier, denn abonnieren, motivieren, unterstützt mich einfach auf meinem Ziel, auf meinem Weg. Leute, ich bedanke mich bei euch jetzt schon mal und Leute, übrigens, das 150 Abonnenten-Special kam so gut an. Ich freue mich auf jeden Fall, die Resonanz zu sehen und die Kommentare und auf die weiteren Videos. Leute, freut ihr euch drauf. Wie dem auch sei, Leute, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und Dankeschön und abonnieren, motivieren und übrigens, ganz wichtige Info, ganz wichtige Hase, am 11.04. habe ich Geburtstag. Da kommt auch noch ein weiteres Video, also nicht verpassen. 11.04. Schreibt es in eure Kalender, in eure Notizen. Schreibt es auf eure Wand sofort. Und ich würde dann mal einfach sagen, tschüss.